Das Offensichtlichste und das Einfachste in der Pflanzenpflege ist wahrscheinlich das Gießen. Und ich denke, dass es jedem schon einmal passiert ist, dass eine Pflanze den heißen und trockenen Sommer nicht überstanden hat, weil sie in Vergessenheit geraten ist. Jedenfalls passiert mir das mindestens einmal im Jahr. Wenn man jetzt aber einmal von der einfachsten Tatsache absieht, dass man Gießen gar nicht erst vergessen darf, haben wir in diesem Video 3 ultimative Tipps, wie du dein Gießen optimieren kannst, sodass deine Pflanzen es dir danken werden. Los geht's! Tipp Nummer 1. Der richtige Zeitpunkt. Bevor wir uns über den richtigen Zeitpunkt Gedanken machen, sollten wir uns erst die Frage stellen, ob die Pflanze Wasser braucht. Denn der beste Zeitpunkt, seine Pflanze zu gießen, ist, wenn sie das Wasser dringend benötigt. Wenn sie also schon alle Blätter hängen lässt, ist es also am sinnvollsten, sie sofort zu gießen. Aber wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass es deinen Pflanzen spitze geht, wann und um wie viel Uhr sollte man sie am besten gießen? Generell gilt, dass man seine Pflanzen am besten in den frühen Morgenstunden gießen sollte. Dadurch hat die Pflanze über den Tag genügend Wasser an den Wurzeln und damit ein geringes Risiko, zu viel Wasser über den Tag zu verlieren, durch zum Beispiel starke Hitze. Ein weiterer Vorteil ist, dass Wasser, was auf den Blättern landet, nicht für die Sonne als Brennglas fungieren kann und so die Blätter beschädigt. Außerdem könnte an einem heißen Tag das Wasser sehr schnell verdunsten und damit nur sehr schwer die Wurzeln erreichen. Du merkst also, dass Wässern tagsüber eher vermieden werden sollte. Aber was ist eigentlich mit Abendsgießen? Abendsgießen ist okay, allerdings auch nur okay, denn durch die fehlende Wärme bleibt das Wasser länger an der Oberfläche, was dafür sorgt, dass Schnecken sich in deinem Beet deutlich wohler fühlen. Außerdem ist das Risiko von Staunässe größer. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich meine Pflanzen meistens abends gieße, weil so früh morgens noch durch den ganzen Garten zu watscheln, echt nicht meins ist. Mike hatte für mich da diesen Tipp parat, technische Lösungen zu etablieren. Schwitz- oder Tropfschläuche verwenden und diese mit einem programmierbaren Ventil kombinieren, um so nachts zu wässern und das Wasser möglichst optimal zu nutzen. Auch der Einsatz von Feuchtigkeitssensoren kann hier sinnvoll sein. So kann Zeit und Wasser effizient genutzt werden. Tipp Nummer 2. Ein Fußbad, aber bitte keine Dusche. Wie schon im ersten Tipp erwähnt, solltest du darauf achten, dass kein Wasser auf die Blätter kommt. Nicht nur wegen der Sonne, sondern denn gerade bei anfälligen Pflanzen wie zum Beispiel Rosen und Gemüse können die Tropfen zu Pilzerkrankungen führen. Die Pilzkrankheiten können auch über die Erde oder Mulch kommen, denn bei einem starken Wasserstrahl kann das Substrat auf die Blätter der Pflanze spritzen. Auch bei frisch gepflanzten Pflanzen kann man auch ruhig mit ein bisschen mehr Rücksicht gießen. Tipp Nummer 3. Die richtige Menge Wasser. Man sollte darauf achten, durchdringend auch in tiefere Erdschichten zu gießen, da dort die Pflanze das meiste Wasser herholen. Ein feuchter Oberboden nützt nichts, da die Sonne das meiste Wasser wieder verdunsten lässt, bevor die Pflanze es aufgenommen hat. Aus diesem Grund solltest du darauf achten, bei Flachwurzlern etwas häufiger zu gießen. Generell kann man pro Quadratmeter mit 2 bis 3 großen Gießkannen Wasser rechnen. Das sind so ca. 20 bis 30 Liter Wasser. An heißen Tagen empfiehlt es sich, mehr Wasser ins Beet zu geben. Trotzdem sollte Staunässe vermieden werden. Meister Mike empfiehlt hier, um ganz sicher zu gehen, die Fingerprobe. Denn der Oberboden darf gerne einmal bis zu 5 cm austrocknen, darunter sollte es aber immer feucht bleiben. So, wir hoffen, dass du aus diesem Video noch etwas neues Wissen mit in den Garten nehmen kannst und dass es dir gefallen hat. Über ein Like und Kommentar würden wir uns sehr freuen. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann empfehlen wir dir zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!